Am 10. Mai wurde die Ausstellung in der Galerie STP im Rahmen des Festivals Nordischer Klang vom Meister selbst eröffnet. Ulvis Alberts wanderte mit seiner Familie 1949 nach kurzem Aufenthalt in Deutschland von Riga in die USA aus. Seine ersten bekannten Fotos aus den 60er Jahren zeigen unter anderem Bob Dylan und Jimi Hendrix. Ab 1937 fotografierte er in Los Angeles heutige Hollywood-Größen, bevor er sich ab 1977 der Fotografie von Pokerturnieren widmete. In der aktuellen Ausstellung mit dem Namen Pokerface Celebrities Icebox sind Fotografien aus allen Schaffensperioden des Ausnahmefotografen zu sehen. Was Alice Cooper früher im Kühlschrank hatte, ein privater Moment mit dem jungen Steven Spielberg oder Charles Bukowski, all das gibt es noch bis zum 22. Juni in der Galerie STP in der Langen Straße zu sehen.